Moin Moin, liebe Leute. Herzlich willkommen zur Montagsfolge. Ja, ist es tatsächlich schon wieder Montag, Wochenende ist rum. Ich hoffe, ihr hattet alle ein einigermaßen schönes Wochenende. Das Wetter war ja mega, ne? Also selbst wir hier im Norden hatten nochmal gut und gerne 20 Grad. Krasses Ding. So, zumindest sagen das die Prognosen, denn ich bin noch in der Voraufnahme, liebe Leute. Und bei mir ist es gerade irgendwie Donnerstagnacht. Und ich will jetzt schauen, dass ich die Montag-Dienstag-Folge noch aufnehme, am Wochenende ich die Mahlzeit unterwegs bin und tatsächlich null Zeit haben werde. Muss ich die Folge jetzt schon aufnehmen, aber es macht gar nichts, denn ich bin ja noch weiter am Üben, wisst ihr ja. Und wir wollen heute auch noch ein bisschen weiter üben und ich habe uns da noch mal was Neues mitgebracht, denn ihr habt es ja in die Kommentare reingeschrieben. Ich sollte vielleicht mal testen, Frontlader, und zwar dieses CSZ-Pack. Das haben wir jetzt hier, ist das denn die hier? Oder gibt es noch andere? Rausche Halterung. Der muss ja die sein, richtig? Weil dieser alberne Gabelstapler, den lassen wir mal gleich weg. Das Wende muss es ja die sein. Und die haben wir doch, glaube ich, aber auch tatsächlich im Spiel drin, ne? Da wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass es irgendwie automatisch festsetzt. Und dann hatten wir einen Tipp von Manus gekriegt. Vor etlichen Folgen. Und ob der Tipp wirklich gut ist, würde ich es heute auch lieber testen, bevor wir es tatsächlich live im Match machen. Haben wir hier jetzt ja so ein bisschen Übung. Und zwar hat er uns mal einen Mod empfohlen, der günstig wäre zum Palettenverladen. Das wäre er hier, der Weidemann. Und der scheint mir noch so zu sein, dass man dem vielleicht ganz gut laden kann. Der kostet nicht viel. Vielleicht nimmt man noch ein bisschen stärkeren Motor, damit man ein bisschen schneller an- und ab, also anfangen kann. Der ist viel langsam. Hauptfarbe, Radsetup ohne Extras. FL mit FL-Tool plus kam ohne extra. Rotflügel. Ach, ist hübscher, ne? Beim getönt. Mal getönt. Nein, wir würden auch im Spiel das nicht extra kaufen. Also 18.500 Anhängerkupplung. Frontlader. Teleskoplader. Beide Mann. Was ist denn da der Unterschied? Anhängerkupplung, Frontlader. Kann ich jetzt noch einen Frontlader hinten ran machen oder wie? Oder einen Teleskoplader, verstehe ich nicht. Müsste ich mir angucken, damit ich weiß, was es ist, ne? So. 18.000 kostet uns der Spaß. Hier ist nichts. Aber bei dem ist eben das Schöne, wenn man jetzt nicht gerade den Kursplay öffnet, so, dass man den noch echt hoch machen kann, ne? Man hier eben, da können wir Paletten ja locker zweifach abladen. Die Frage wird natürlich nur nachher sein, kriegen wir es mit dem einigermaßen hin oder nicht und wie fährt er sich? Wir brauchen ja ein Fahrzeug, was ein ziemlich schnelles Beschleunigen. Guck mal, da können wir sogar so nur drei Paletten verladen. Ich weiß nicht genau. Wir müssen mal gucken, wie der so gewichtstechnisch in der Verteilung ist. Da haben wir natürlich gar keine Ahnung. Und da wir eh bald in den Palettenverkauf übergehen wollen, wollte ich nochmal gucken, was wir hier denn haben. Vielleicht kaufen wir uns hiervon einfach nochmal ein. Dem dicken Motor. Mit dem Breitreifen. Und dann machen wir uns noch ein Gespann fertig, weil wir brauchen später eh drei Gespanne. Ich will ja gleichzeitig zum großen, im großen Stil verkaufen, also brauchen wir definitiv drei Gespanne. Hier wissen wir jetzt schon, was wir nehmen. Haben wir ja vielleicht mal dickere Reifen, da kommt es uns hier nicht aufs Geld drauf an. Wir nehmen die Abstreifkante. Das ist ein Standardaufbau. Wir nehmen den Universal Autoload, weil wir später brauchen. Und wir nehmen die Abstreifkante und wir machen weiterhin Metall. Ich glaube, Universal Autoload hatten wir bei dem einen leider rausgedingst. Ne? Dann müssen wir demnächst natürlich wieder reindingsen. So. Der kann gar nicht. Ist mir auch eigentlich fast relativ egal. Nein, Universal Autoload, Aufbau bleibt so. Abstreifkante, jo. Metall. Würde ich im anderen Spiel aber auch nicht machen. Das wären 2.500, die man jetzt extra ausgegeben hat.
Tut ja nicht Not. Das ist ja klein. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Guck mal, wir haben nur noch 5,7 Millionen, aber keine Sorge, Leute. Bald geht die Uhr ab da oben. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn wir jetzt noch heute und morgen manuell Paletten verladen, wird mir das erstmal reichen so für die Übung, denke ich. Will euch auch nicht zu lange damit strapazieren. War jetzt ja das ganze Wochenende schon überwiegend. Aber meine Überlegung, dass wir jetzt einfach nochmal bei Mehl gucken zum Beispiel. Da weiß ich nämlich, Mehl war ziemlich voll letztes Mal. Und dann werden wir uns auf jeden Fall im Verlauf dieser Woche einen Gesamtüberblick der Fabriken machen. Das steht für diese Woche definitiv auf dem Plan. Schauen, wo können wir noch, wo brauchen wir, wo es dringend und wo nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Damit meine ich, dass wir dann wirklich nochmal gucken, wo macht es Sinn, noch Produkte, Rohstoffe hinzubringen, weil zum Beispiel Rohstoffe von anderen Arten in Hülle und Fülle verfügbar ist. Oder wo macht es keinen Sinn. Also das wollen wir auf jeden Fall checken. So, der Weidemann. Mal gucken, ob er wirklich gut ist. Oder ob ich lieber bei uns im Spiel bei dem Deutz bleibe und mir eher noch einen zweiten Deutz kaufe. Oder wie gesagt, wir uns einen zweiten Deutz kaufen und nicht so einen. Aber dann natürlich mit einem langen Auslieger. Großes Heckgewicht, langer Auslieger. Und gut, der ist aber auch schön schnell, also das geht gut. Och. Haben wir ein bisschen zu sehr die Kurve zu eng genommen. Gut. Oder auch nicht. Weit. Oh, da ist ja noch ein kleines Stück. Aber da sind, ups, den ganzen Streifen übergelassen. Das geht ja eigentlich nicht. So, lassen wir mal los. Wir haben immer noch Schiedwetter. Und es wurde ja auch schon geschrieben, ich habe noch knapp 50 Folgen Zeit, Feld 45 zu ernten. Problem ist ja, ich muss erstmal Feld 45 kaufen. Dafür fehlen uns noch so ca. 6 Millionen. Gut, ist kein Problem. Die könnten wir uns tatsächlich leisten. Sobald wir angefangen haben, Paletten zu verkaufen, dürfen wir mal locker wieder so viel Geld reinkriegen. Deswegen jetzt unser dritter Ladewagen. Die werden wir später alle im Zentrallager sammeln. Drei LKWs mit jeweils zwei Anhängern. Alle vollknallen zu den Supermärkten fahren. Da erstmal abstellen und so weiter und so fort. Dann werden wir die Cosplay-Kurse schauen, wo können wir Produkte verkaufen. Also ich sag mal, unsere hier Produkte aus dem Hoflager. Da haben wir ja auch mehr als genug. Ja, wir kriegen, also ich freue mich drauf, es wird richtig cool. Wird aber echt heftig fürs Spiel nachher werden, wenn wir an vielleicht 4 Palettenverkaufsstationen gleichzeitig Paletten verkaufen. Kann das natürlich schon zu leichten Performance-Problemen führen. Nehmt auch hier den kleinen Kollisionshügel hier mit. Ich bin auch selten bisher, muss ich sagen, 20 über die Karte gefahren. Aber man sieht schon, also die Gabel hier kommt nicht so richtig hinterher beim Synchronisieren. Das finde ich immer nicht so cool. Und ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich eine Attacher-Funktion hat. Oder ob sie es automatisch attached. Weil hier sehe ich keine Funktion. Ich weiß auch nicht, ob sie automatisch attached. Aber ich meine, wie gesagt, die haben wir auch. So, also hier mit dem fahren wir hier rein. Der LKW kann vorne die Straße blockieren und wird dann von uns feinsäuberlich beladen. Ja, passt auch fast in die Einfahrt rein. Also Motor aus. So. Und jetzt geht es darum, wie ist das Handling mit ihm? Er ist auf jeden Fall einer, der deutlich tiefer gehen kann, als er eigentlich müsste. Und ich finde jetzt schon so vom Feeling her, ist er ein bisschen schwergängig vorne in der Lenkung. Hier, kann ich das jetzt irgendwie festpacken?
mit UZ. Was man schon mal sieht, ich finde, der lief jetzt sauber auf die Gabel. Das muss man schon sagen. Kann aber auch sein, dass es allgemein so ist und bei den Leerpaletten eher das Problem ist. Weil der ist in seiner Lenkung sehr schwerfällig. Das merke ich jetzt schon, alle sofort. Das ging gut. Aber so schwergängig er ist, umso gelenkig ist er ja. Das muss man ja auch sagen. Wir müssen ja beides können. Aber ich glaube, wir haben nachher mehr davon im zweiten Traktor. Einfach aus dem Grunde, dass wir den zweiten Traktor natürlich auch andersweitig nutzen können. Da jetzt, wenn wir nachher tatsächlich mehr Felder haben und dringend Düngerunterstützung brauchen, können wir den anderen Deutz zum Beispiel auch mit Pflegebereifer natürlich schnell ausrüsten. Und dann... Mit Pflegebereifung ziemlich schnell Gas geben, wollte ich sagen. Also hier, ne, unsere Felder düngen. Das ist mit dem nicht. Der ist tatsächlich, der kann denn nur da rumstehen und kann sonst nichts. Und der ist ja auch nicht besonders schnell. Wenn wir jetzt überlegen, wir wollten da mal schnell noch ein bisschen Holzstämme zum Beispiel ranholen. Das nichts. Was man aber sagen kann, ich glaube, es funktioniert mit dem hier. Die Abstreifkante ist echt gut. Das ist wichtig, dass wir das in Zukunft auch so machen. Scheint mir nämlich wirklich so zu sein, dass man damit sehr gut handeln kann. Bei dem natürlich ein Vorteil ist, dass man das durch dieses, durch diesen Versatz, also dieses hier vorne einknicken, halbwegs ordentlich nah ranschieben kann. Sollte man auch vielleicht ein bisschen dran denken, dass man sich die Paletten so einfach von vornherein, wenn sie so blöd schräg stehen, dann kann man sie doch einfach oben ein bisschen in der Kollision einmal antippen. Dann kriegt man sie relativ sauber aufgeladen. Die Abschreibkante ist perfekt. Ich weiß aber auch, dass wir Mehl aktuell gar nicht unbedingt im großen Stil brauchten hier vorne in der Bäckerei. Wir brauchten eher die Molkereiprodukte. Um Kuchen und Brot noch, Brot haben wir ja, aber um Kuchen und hier Backwaren zum Laufen zu bringen. Ich finde, also die Gabel, ups, kann mit Zufall sein, das war also meine eigene Schuld, ich finde, die geht relativ gut ab. Da sind wir schon zu nah dran. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen nachschieben. Ordnung muss ein bisschen sein, ne? Ausnahmsweise. Also das finde ich geht gut mit dem. Kann ich jetzt nicht meckern. Einzige, was ist, glaube ich, ein bisschen klobig. Und von der Lenkung her ein bisschen schwergängig. Ich weiß nicht, ob alle Teleskoplader so sind. Ich meine, preistechnisch ist der unschlagbar eigentlich. Das wäre wirklich so einer, der zum Beispiel nur, keine Ahnung, den man zum Beispiel nur bei der Zellstofffabrik hinstellen könnte. Mit dem Preis vielleicht vertretbar.
Unter der Palette ist ein bisschen das Problem. Richtung. Okay, die Palette macht jetzt das erste Mal so richtig nervige Probleme. Sitzt aber trotzdem halbwegs drauf. Aber ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann haben wir angefangen hier zu stapeln. Wir mussten ja erstmal hier hinfahren mit dem Gerät. Also, wie gesagt, mega schnell sind wir scheinbar nicht. Ups. Und jetzt dran denken, wie gesagt, nicht so ein halbes, nicht so halbmäßig aufdingsen, sondern dann einfach umkippen. Nicht? Also noch kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich sage, jo, cooles Ding. Kann aber auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Wieder noch. Erfüllt seinen Zweck. Man kann natürlich die Paletten durch diese Lenkung vorne, glaube ich, ein bisschen von vornherein besser näher ranbringen. Auf engerem Raum, oder? Natürlich ist das ein ganz anderes Lenkverhalten und dementsprechend muss man sich da auch erstmal dran gewöhnen, an dieses Lenkverhalten insgesamt. Die hat er jetzt aber auch schon wieder da untergepackt. Das nervt dann natürlich, wenn das häufiger passiert. Das ging gut, vielleicht war das so ein bisschen Zufall. Jetzt haben wir hier echt Probleme. So, aber ja, also wir kommen schon wieder zum Ende der Montagsfolge, liebe Leute. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr sagt, oh nee, lass das lieber mit so einem kompakten, mach das mit dem Traktor, genau eben aus den Gründen, dass man den im Zweifel auch noch andersweitig nutzen könnte. Wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich gefällt, ist dieses Ranschieben, hier so dieses seitliche Ransocken, so dass wir wirklich den Trailer ziemlich einfach mit 6 Reihen unten beladen können. Aber ob wir da auch noch eine zweite Reihe raufkriegen, was dann ähnlich aussieht wie jetzt, das Ganze gucken wir uns morgen in Ruhe an. Ne? Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, unterstützt ihr mich auch ganz gerne mit einem Like. Vielen, vielen Dank dafür und dann morgen wieder dabei sein. Bis dahin und tschüss.